Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zurück zu Last Stop. Wir haben beim letzten Mal die zweite Storyline Innere Unruhen abgeschlossen und heute geht's weiter mit Stranger Danger bzw. Unbekannte Gefahr, das erste Kapitel, und wir schauen mal, was uns hier so Schönes erwartet. Oh, der Zug hält. Na gut, dann schauen wir mal. Der hübsche Mann. Kapitelbeginn. Könnte schwierig werden, klar. Lebensretter. Ja, warum nicht? Wer spricht denn da? Oder was ist das denn? Oh, ah. Ach, hier. Alright. What about fives? Three fives? Slipping out without saying goodbye. Bis dann, frag, ob es in Ordnung ist. Ignoriere Emma. So, sagen wir mal bis dann. Alright then. Goodbye, everyone. See you all later. All right, Cheeky. Finish your coursework? Lass mich in Ruhe. Hab ich. Vielleicht. Dotted every I, crossed every T. You can check if you want. Liar. Was auch immer. Frag Mom ganz lieb. Ja, mach mal. Can I go out, Mom? Of course, Puddin. Say hello to Vivek for me. Would it kill you to spend some time with your family for once? Einen anderen Tag. Verhafte mich. Entschuldigung. I will tomorrow. Love the uniform, by the way. I think you look very handsome. Handsome? You look very tidy, dear. Sagt die Hochzeit ab. Ziehe Emma auf und bin mit leider echt. Oh Gott. I hope you can put up with my sister better than I can, Ash. I guess I'm just stuck with her at this point. Off you go, then. Text me when you're on your way home, love. Na gut. Oh, sportlich. Wo gehen wir denn hin? Hoffentlich nicht über die Straße. Oh, okay. City Mart. So, ich muss mal vorbei. Achtung! Oh, da sind wir. Okay, upsala. Müssen wir über den Zebrastreifen? Sieht zumindest danach aus. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Nee, doch nicht. Okay. Ist ja ziemlich beliebt hier. Stranger Danger, unbekannte Gefahr. So, wo müssen wir denn hin? Da hoch mit... £5, oh. I could hit that car over there with a rock or something. Go on then. Nah, what if the alarm goes off? Guten Tag, guten Tag. No, I just don't want to upset the neighbors. Hey Donna. Hey, you got here quick. Hast du den Codfather im Stich gelassen? Arbeitest du heute Abend nicht? Wo ist mein Abendessen? Na super. Not working at the Codfather tonight? Nah, Dad's had to close down for a few days. Right in the deep fat fryer again. Mir kommt's hoch. War das Essen mit Drogen versetzt? Arme Ratte. Don't say that. We eat there every week. Nothing that exciting. Just a dodgy batch of scampi. Gave some people a runny bottom. Well, there goes that Michelin star. Sie ist positiv. Vivek's Besitz. Typisch Viv. Cheer up. A
At least you don't stink of fish grease tonight. Are you both finished? Did you see that guy just then? The one with the pretty lady? Nein, ja, schöne Frau. I did. I've been watching him from my window for a few nights now. Bit creepy. Stimmt etwas nicht? Schmutziger Junge, nicht cool. Machen wir erstmal das. I keep seeing him bringing home different girls. Boys too. Bums vermutlich. Schön. Casanova. Vivek, I'd have hoped your parents would have talked to you about this. Let me explain the birds and the bees. That's not the weird part. He brings them home, but I've not seen one of them leave. Ooh. What are you saying? Well, I've had my suspicions for a while, but I'm now pretty convinced. I think he's building a gorilla army. Das ist köstlich seltsam. Legal seltsam, profitabel seltsam. Nah, he's probably just eating them or something. Weird sex thing, I imagine. Oh, yeah. I hadn't considered that. Probably a sex thing, yeah. We should play Knockdown Ginger on him. Telefonstreich, Cyberangriff, Datingprofil. Let's hack his Wi-Fi. Yeah. No way. We've got to be all forensic and stuff. Covert surveillance, like your sister. Sie ist keine Spionin. Sie ist nur eine Polizistin. Sie ist eigentlich Politesse. Oh. I think Emma mostly deals with unpaid parking fines. Getting bored. Wanna do some gas? Oh, sweet. I'm up for that. Nun denn. Okay, Becky. What would you rather do? Be put in prison for 10 years, but when you come out, you get 20 million pounds. Tax-free. Or get the 20 mil up front, but you die when you're 35. What are you on about? Come on, which one would you take? I wouldn't take either. They both sound shit. Oh. No, you have to. Volltreffer. Probably you take the 20 million up front. Live it okay, up ich mach das mal, komm. But you die when you're 35. Yeah, I know. Like a really horrible slow oh God. Death. Hör auf. Okay, fine. I'll go to prison then. Oh. But it's solitary confinement for the entire time. Was haben wir überhaupt in der Hand? Was That's ist das? Okay. And you don't have a bed to sleep on. Just... A stone floor with loads of spiders about. You're just adding stuff to make it worse. Und Action. Perfekt. Haben wir hier noch irgendwas zum Abwerfen? Gut, oben wahrscheinlich nicht, aber... Hm. Ah, da hinten. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Die Kamera zeigt nämlich auf das Haus. Naja. Sonst ist hier... Weiß ich nicht. Ich sehe nichts mehr. Wo? Da oben? Nee. Okay. Da. Oh ja, okay. Ballspieler. D13. Check it out. Freaky dude's back and he's all alone. Not this again. Neugierig, interessant, abweichend. Let's see what he's up to. No way. I don't want to be turned into a human kebab. He is pretty fit. Gebratene Beck. Schlafte Becky, sexverrückte Becky, was? Ich nehme das. Like the sound of human kebab, Becky. Let's follow him. I want his number. When he makes high concept art out of your body parts, don't say I didn't warn you. YOLO, genug Gerede. Komm schon, Kott
Godfather oder so. Look lively, Godfather. The catch of the day is getting away. Oh, das hat sich gereimt. Schön. Jetzt bin ich gespannt. Achso, ich muss laufen. Oder? Ja. Was hältst du weiter daran fest? Das schon wieder. Um klar zu sein. Wo ist denn der Lang hier runter? Da ist er. Schlechtes Wirtschaften, sehr rücksichtsvoll. Vermutlich. Ja, mach mal. Weiß der Kerl, ziemlich kriminell. Muskelprotz. Der sieht uns doch bestimmt bald. Gute Vorstellungskraft. Ja, mach mal, komm. Viv, you do have form when it comes to these wild stories. Wake up, sheeple. Never been to this part of town before. Und laufen? Handsome guys heading for that old building. Okay, immer schön hinterher. Gleich passiert doch irgendwas. Stellen die jetzt eigentlich zur Rede, oder? Nee. Ich glaube nicht. Gorilla Army's still not off the table. Building looks big enough to be a fortress. Places are fallen down. Es ist halb zusammengefallen. Bauarbeiter, Sanierung, Party. Maybe he works in construction and he left his Moment mal, ganz kurz. Ganz kurz. So, und weiter geht's. Okay, but what about all those people he's been disappearing? They're probably all inside having fun. Sei mutig. Nur ein Vorschlag. Frag Becky. I guess there's only one way to find out. I'm game. You two are mental. What are you gonna do? Just walk through the front door. Übernimm die Führung. Keine Sorge. Ich hab's. Aber wir machen das einfach mal. Gucken, was passiert. I think there's another way in. Achso. Ich, muss da hinlaufen. Okay. Okay. Oh, ja, komm. Na, komm schon. Mach schon. Ja. Sauber. Let's try that back door over there. Was ist denn da los? Ganz schön strange, würde ich sagen. Top-Floor-Windows are open. Vorschlag, Ratschlag, sei optimistisch. Guess we can climb those boxes. Was ist denn hier mit dem Baum? Ist er nicht ins Fenster geschlagen? Könnte man nicht sogar da rein, theoretisch. Aber wobei, das ist ja hier... Das sieht ja sehr einfach aus. Dann machen wir das auch. Oh. Sehr interessant. Ah, da haben wir es wieder. Das grüne Leuchten. Willing to concede at this point, he might not be the head of a guerrilla army. Bestätigung, verwirrt. Unglaube. We're gonna be rich. You are? Get a video of this. We'll sell it to the tabloids. Imagine the likes. Ich bin im Paparazzo. Klingt gut. Keine schlechte Aufnahme. Machen wir das mal. Oh, I can't shoot it from here. Let me find the right position.
Speicher. Oh, na super. Was machen wir denn jetzt? Toll. Das ist irgendwie lustig, aber ich mach das mal. Wie viel brauchen wir denn? Ach du Kacke. Was, die müssen alle weg? Nee. Das sieht ein bisschen durcheinander aus. Das ist gut. Das ist eigentlich auch... Ja. Machen wir das mal weg. Und das reicht. Okay, sehr schön. LB. RT. Oh Gott, hoffentlich fällt da nicht die Kiste gleich runter. Ich drücke gerade alle Tasten. Okay. Leg it! Na super. Scheiße. This is mental. Uah, lauf. Run, you fellas. Warum hast du nicht noch schnell ein Bild gemacht oder so? Wait. Uah. Nicht da drüber, sonst verändere ich mich. Nein, na super. Oh Gott, der kommt. Guys, I'm stuck. Guys, help! Oh oh. Oh, okay. What the hell have you done? What do you mean? He was gonna attack Donna. So brutal. Besorgnis. Schuld. That was a bit of an overreaction, don't you think? A little appreciation here. I just saved your life. Dude, bollock naked. He's not dead, is he? He's got superpowers. He probably can't be killed. Medizinische Behandlung. Braver Bürger. Vivek? We got a call for an ambulance. Whoa, hang on there. Let's not make any rash decisions. I'm not getting in trouble for this. This was your dumb idea. Donna, what if your sister finds out about this? Hast du eine bessere Idee? Keine andere Wahl. Moment mal. Well, what do we do then? We need to move him. Let's get him inside, out of sight. Na super. That should hold him for now. Thank God he's still breathing. Tu das Richtige. Ich hab's. Und Jens? We have to turn ourselves in. This is getting out of hand. What? Slow down. Think about it. No one has to get into trouble. Schnell weg hier. Vielleicht hat er recht. Gib nicht nach. I'm not sure this is a good idea. We'll never get away with it. Wait. We can figure this out. Oh, shit. Our fingerprints must be all over this place. We can't let him go. For the time being, he has to stay here. Okay. Fall dich normal, meine Güte, sei stark. Emma? Where the hell are you? Tell me this instant. Fall dich, als wäre alles normal, sei unnachgiebig. Kleine Entschuldigung. Ich versuche mal links. I'm just at Vivek's place. Well, I'm at Vivek's right now and you're nowhere to be seen. Ich schmiere ihr Honig um den Mund. Geh jetzt besser. Lüge. Oh, cool. We can walk back together then. That'll be nice. Won't be a minute. Donna. Donna, don't you dare hang up on me. Well? Na super. Sag es direkt. Kein Grund, es schön zu reden. Verflucht nochmal. That was Emma. Your sister. She's outside Vivek's place right now. Mhm. Emma's at the Codfather. You need to fix this, Donna. She can't come here. We'll go to prison. Oh, shit. Hoffe, ich krieg das hin. Beruhigt, Becky. Schlechter Witz. It's fine. Calm down, Becky. I'll go back and meet her and make something up. Shh. Why are you shing us, Viv? I was trying to get you to stop saying our names. Verstehe ich nicht. Hm? Schluck. Why? He's awake. Okay. Oh, krass. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, sind wir erstmal wieder am Ende einer Folge. Das passt gerade richtig gut. Und ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn sie euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir einen Daumen nach oben da.
Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder und schauen dann, wie es mit Paper Dolls oder Papierpuppen weitergeht. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.